Auf vielfachen Wunsch zocke ich jetzt in Wukong, Black Myth Wukong rein. Und ja, wir checken mal ab, was das Spiel kann. Jetzt so nach Elden Ring. Die Eindrücke sind noch frisch. Ich bin gespannt, ob der Hype dem Spiel gerecht wird. Oder besser gesagt, das Spiel dem Hype gerecht wird. Leute, das Action-RPG New World Eternum kommt bald raus und es gibt noch die Open Beta bis zum 16. September, also noch 3 Tage könnt ihr kostenlos reinspielen. Falls ihr nicht wisst, was New World Eternum ist, es ist ein Action-RPG, wie eben schon gesagt, das auf einer mysteriösen Insel spielt und da gibt es natürlich eine Menge zu entdecken, aber bevor ich euch jetzt hier mit irgendwelchen Fakten volllaber, schauen wir uns doch einfach mal ganz kurz den Trailer an. Also ihr seht schon, das Kampfsystem sieht auf jeden Fall nach Spaß aus. Es gibt Magie, es gibt Schwerter, dies, das. Aber was ich richtig cool finde, ist, dass es skillbasiert ist. Das heißt, wenn ihr dauernd sterbt, dann liegt's an euch. So muss es sein. Was halt wichtig ist bei so einem Action-RPG ist, dass man verschiedene Builds spielen kann, dass man seinen Charakter gut anpassen kann. Das kann man hier alles bei Eternum. Also ihr könnt sowohl das Aussehen als auch das Equipment eurem Gusto anpassen. Was auf jeden Fall cool ist, dass es PvE und PvP gibt und auch natürlich einen Koop-Modus. Das heißt, ihr könnt mit Freunden zusammenspielen, ihr könnt gegen andere Leute spielen oder ihr könnt einfach Singleplayer spielen, wenn ihr keinen Bock auf den Stress habt. Die Open Beta ist schon live. Vom 13. bis zum 16. September läuft sie noch und das heißt, ihr könnt kostenlos einfach Probe zocken, egal ob auf PC, PlayStation oder Xbox. Und am 15. Oktober kommt New World Eternum dann raus und ja, ich denke mir, es ist wirklich ein geiles Action-RPG. Checkt es unbedingt aus. Mehr Infos dazu findet ihr auch bei mir unter dem Video oder im angepinnten Kommentar. Reisen am Schrein des Hüters. Adi Hüter. Wir merken uns bestimmt, welcher Soundausgang der richtige ist. Na klar. Das wäre ja auch bescheuert, das zu vergessen wieder. Da ist hier Monkey Boy. Das ist ja wie Son Goku eigentlich, oder? Äffchen mit Schwänzchen, mit Stock auf der Wolke. Ist doch der gleiche Mythos auch. My master. Safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Das gefällt ihm nicht. Dem blauen Nasenbären. Ja, schon ganz geil inszeniert. Bisschen God of War 3 Vibes.
Stay back! Stupid dog! Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig. You're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Der hat irgendwie so eine SpongeBob-Stimme. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you. Ist auf jeden Fall selbstbewusst. They gave you many chances, yet you spurned each one. Such ingratitude. Du kämpfst hier gegen Bezwinger auf Radan. Hey, was war das? Hui. Wo ist er hin? Fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. No! Kein Energiebalken fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich kann gar nicht verlieren. Ich kämpfe hier voll engagiert. Aha, was haben wir hier? The Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs homing. Good. I was in need of a back scratcher.
Ja, ohne Stamina-Balk kann man natürlich auch erstmal eine Weile rollen. Ist ja auch. Open your eyes, Monkey! Was ist das? Ach, wie geil. Summons! Jetzt kriegt er richtig auf die Fresse. Das ist bestimmt ein Tutorial-Boss, den vor mir noch nie einer besiegt hat. Das ist jetzt aber ein bisschen unrealistisch. So hoch kann niemand springen. Die Berge spaltet. Rat, you call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. Was ist jetzt? Eieiei. Das ist nicht mal ein Intro. Treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. For countless days on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures,
Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Wer ist er? Orang Wan Kenobi? Versteht ihr? Orang. Schwarze Wolken, rotes Feuer. Ich weiß nicht, ob es ein Souls-like ist. Ich schätze mal so ein bisschen. So ein Mix aus allem. Stellar Blade, Sekiro, Souls. Obi Monkey Nobi, das wäre besser gewesen. Verdammt. Rodinov. Teufelskerl. What bliss my fate shows. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal. Dare to fool me? I'll make sure you regret it. Jetzt direkt mal aufs Maul hier. Geist Essenz. You're still as mischievous as ever, eh? Wow, also die Texturen. Ich meine, vielleicht sieht das jetzt auch gerade so aus, weil wir gerade No One Lives Forever gespielt haben, was 24 Jahre alt ist. Aber die Texturen und so, das sieht schon krass aus. Ich das mir mal hier so angucke. Was ist das? Unreal Engine 5 ist das, oder? Bild erzeugen. Vollständiges Raytracing an. Grafikvoreinstellung. Kino, mittel, hoch, sehr hoch. Was ist denn? Kino ist das Beste wahrscheinlich, ne? Kino. Ist Kino das Höchste? Wahrscheinlich. Also was mir direkt auffällt ist, er steuert sich viel schwerfälliger. Jetzt wenn ich hier nur so mit dem linken Stick, wirkt es als ob er irgendwie, also er macht halt einen großen Bogen, wenn ich jetzt nach links drücke, ja, irgendwie ein bisschen, oder ist es Delay oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen. Yeah.
Das scheint die harte Attacke zu sein. Kann man aufladen. Auf der Ding hier. Springen. Na, irgendwas ist auf jeden Fall anders. Es ist nicht ganz so. Nicht ganz so. Ich glaube, es liegt an der Animation, nicht Delay. Animation. Da sieht man, sieht es auch an diesem großen Schritt. Das ist so ein bisschen nicht ganz so präzise. Bisschen grober. Ich höre gleich natürlich mit der Referenz. Ihr wisst das alle. Muss ich es wirklich aussprechen? Okay, unsichtbare Wände. Es ist nicht Open World. Das wussten wir vorher. R1 ist springen. Gereifter Ginseng. Okay, ist natürlich ein bisschen ungewohnt jetzt, dass man nicht so richtig weiß, wo man lang kann und wo nicht, weil es einfach eine unsichtbare Wegbegrenzung gibt. Also hier zum Beispiel, ne, ist einfach. Vermittelt den Eindruck, als ob es da lang geht, aber es geht gar nicht da lang. Aber irgendwas ist off. Ey, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber der linke Stick, also nur mit dem man ihn steuert, ich glaube, es liegt an. Also, irgendwas ist ein bisschen komisch. Aufgeladener schwerer Angriff. Baut aber schnell Fokus auf. Also, gelb unten ist Stamina quasi. Motion Blur ist unangenehm, man kann es auch noch runterstellen. Ich bin auch kein Fan von Motion Blur tatsächlich. Man ist auch auf stark. Machen wir mal auf schwach. Bonfire. Oh, what you waiting for? Pluck your hair and make an offer. Das ist wie bei Neo, diese Schreine. Hey, wait. Hi. Keeper of Black Wind Mountain have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers. Before it was ruined by that fire. Ah. Then the temple was rebuilt. Oh,
What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. That's a tough one. Wir sind die Wiedergeburt. Das Anfangsaffen. Räucherwerkspur-Talisman. Rastenreisen. Stell deine Gesundheit vollständig her. Füll deine Gurde auf. Gegner erscheinen erneut. Räucherwerkspur. Das heißt, beim Einsatz dieses Talismans wird die Seele augenblicklich vom Körper getrennt und zum Schrein des Hüters zurückgeführt, der zuletzt zur Wiederbelebung aufgesucht. Stoßhaltung, Schlaghaltung, Säulenhaltung. Es gibt auch noch Haltungen, wie bei Nioh. Aber kann ich noch nicht nutzen. So. Ah, hier sieht man jetzt schon in diesen ersten Kämpfen, sieht man schon einen fundamentalen Unterschied zu Souls-Spielen. Und zwar, was den Damage angeht, was die normalen Gegner bei einem machen. Da kann man eigentlich auch blocken? Oh, jetzt habe ich mich geheilt. Das war dumm. Ich glaube, man kann gar nicht blocken. Geistvogel 1. Kokosnusswein. Okay, das ist mein Flask. Gereifter Ginseng. Das heißt, das ist alles, was den Anschein kann nur zur Herstellung von Medizin benutzt werden. So, jetzt habe ich hier Geisterfunken. Was ist das hier? Ah, Skilltree. Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten. Jede Talentstufe erhöht die Angriffsreichweite des ersten leichten Angriffs erheblich. Die Vorwärtsbewegung beim Einsatz von Stabwirbel löst agiler Wirbel aus. Der Außergewöhnliche wirbelt den Stab um seinen Körper und lenkt dabei Geschosse ab. Überleben. Jede Talentstufe erhöht das maximale Leben moderat. Jede Talentstufe erhöht das die maximale Ausdauer. Die Rate der Ausdauerwiederholung. Mhm.
Was machen wir, Leute? Ich glaube tatsächlich, ich mag die Reichweite, Reichweitengeschichte. Oder? Oh, was ist das? Stabhaltung. Oh, hier hätte ich auch investieren können. Erhöht die maximalen Fokuspunkte von 1 auf 2. Jede Talentstufe erhöht die Lebenswiederherstellung nach dem Verbrauch eines Fokuspunkts leicht. Schlaghaltung ermöglicht Sprinten während des Aufladens. Wenn der Auserkorene während einer leichten Angriffsgruppe einen schweren Angriff ausführt und einen Fokuspunkt. Was ist denn ein Fokuspunkt eigentlich? Kann er entschlossener Schlag einsetzen? Die Säulenhaltung, ach, die muss man erst freischalten. Ermöglicht es dem Auserkorenen, seinen Stab hinaufzuklettern und dort zu verbleiben, indem er Schwerangriff. Währenddessen entgeht der Angriffen vom Boden. Okay, wow. Na gut, aber wir werden noch genug Punkte kriegen. Mache ich mir jetzt noch keinen Kopf. Das scheint aber durchaus komplex zu sein. Was ich gut finde. Schon wieder so eine dumme, unsichtbare Wand. Das ist aber unschön, wenn ich das mal sagen darf. Also da gibt es ja überhaupt kein Indiz dafür, dass es da nicht weitergeht, außer dass das Spiel einfach sagt, nein. Dann lasst einen doch einfach bis da oben hinlaufen, wenn da eh dicht ist. Oder? Warum lasst... Also das finde ich ja ein bisschen lazy, ehrlich gesagt. Na gut. Schon wieder, guck. Auch wieder unsichtbare Wand. Lass mich doch bis zu dem Haufen da laufen. Das ist doch der absolute Immersionstöter. Wieso lassen sie eigentlich 2 Meter weiterlaufen und dann fällt dir gar nicht auf, dass das Spiel... Das ist echt ein bisschen strange. Also ich verstehe das ja bei so Abhängen oder so, Abgründen und sowas. Aber bei solchen Sachen, wo einfach einen halben Meter vor dir einfach eine, eine Wand ist, dann... Lass mich doch gegen die Wand laufen. Na gut. Muss man sich halt dran gewöhnen. Aber hier ist es halt echt überall unsichtbare Wand. Also. Wer werfet auf mich? L1. Heil. Okay. Was ist das? Splinter? Skanda der Körperlichkeit. Oh, was gucken. Es gibt kein Blocken, ne? Das ist ja ungewohnt. Oder? Habe ich es noch nicht gecheckt. Stabwirbel.
Was ist denn Stab? Vielleicht ist es das. Aha. Oh, Gameplay-Schadenszahlen. Das finde ich eine sehr gute. Automatischer Zielfokus. Moment, automatischer Zielfokus beim Angriff. Aktiviert den automatischen Zielfokus? Aktiviert automatisches Zielen? In die Kamera. Bullenwächter. Hätte ich da irgendwas machen können? Ein Visceral Attack. Huch. Guck mal, das ist geskriptet. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Lähmen. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them. So ein bisschen Witcher 3-mäßig jetzt noch so Zaubersprüche, die man quasi direkt so Signi oder wie hießen, Insigni oder so. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against. Der Typ ist aber wirklich halb Mensch, halb Kartoffel. Just consider it an ace up your sleeve. Von oben eine Kartoffel. The young ones these days know no manners. Fear not. Akne. Hatte ich als Kind. Als Jugendlicher hatte ich viel Akne. So, kann ich jetzt hier was machen? Irgendeine Visceral Attack? Nee. Okay, da down. Baby Eier leicht war das. Das hat ganz gut Bock gemacht, muss ich sagen. Gute Animation. Warte, nee. Selbstbestimmung. Ermöglicht Sprinten während des Aufladens. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Jede Talentstufe erhöht die Lebenswiederherstellung.
dem Verbrauch eines Fokuspunkts. Die Lebenswiederherstellung. Das gefällt mir gut. Es dauert ja schon lange, bis das aufgeladen ist. Aber gut. Selbstbestimmung und Geistfunk. Selbstbestimmung öffnen und Talente, bla bla, habe ich ja schon gemacht. Also Grafik, so ein Sekiro in so einer Grafik, ey, oder? Das wäre was. Drop your weapon and maybe I can spare your life. Okay. Das bringt gar nichts. Das ist ein guter Skill, dass man mit der aufgeladenen Attacke plötzlich rennen kann. Oh, hier ist ein Schrein, oder? Nee. Hier hätte einer sein können. Ja, das ist natürlich bei dem Spiel echt... Ich muss es nochmal sagen, ich will hier nicht unnötig rumhacken auf dem Spiel, aber dadurch, dass es so viel unsichtbare Wände gibt... Weißt du halt nie, ist da jetzt was zum Erforschen oder nicht? Ich möchte nicht wissen, wie viele Geheimgänge einem im Spiel irgendwie durch die Lappen gehen, weil man halt denkt, naja, da ist eh eine unsichtbare Wand, aber dann das eine Mal ist dann halt keine da. Du sollst nicht erforschen. Ich kann nicht anders hier. Leute, ey, wirklich... Es gibt kein Spiel, bei dem ich nicht nochmal um die Ecke gucke. Das ist einfach, das haben einem Spiele so beigebracht. Da kann ich nichts für. Das ist bei mir drinne. Ich bin ein Lootboy. Wer weiß, wenn man was verpasst. So ist nicht auszudenken. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Hä? What happened? Gift. Bist du Gift ausgesetzt? Fühlt sich die Giftanzeige. War ich Gift ausgesetzt? So, hier oben war ich doch überhaupt nicht, oder? Also man steigt ja schon recht schnell auf, das ist ja echt fair.
gewährt mehr Fokus für die zweite Aktion. Super Reichweite. So, wo sind meine Seelen? Weiß ich nicht. Ach ne, hier war ja der Bossfight. Da wünscht man sich schon manchmal so ein bisschen diesen Enterhaken von Sekiro, finde ich. Wenn wir auf so ein Dach hoch zu hucken. Ich weiß wirklich nicht, was mich gerade vergiftet hat, Leute. Wahrscheinlich muss das hier einer von diesen Ekelviechern. Ah, hier, jetzt bin ich vergiftet. Da, das ist der Vergiftungsbalken. Wenn der explodiert quasi. Ja, guck, wenn ich da durchlaufe, geht der Balken hoch. Ah, interessant. Okay, wieder was gelernt. Das sieht schon sehr schön aus, muss ich sagen. Guck mal hier. Wow. Hey, wisst ihr, was auch nicht schlecht wäre? In der Grafik ein Predator-Game. Ich weiß, es gibt Aliens vs. Predator, aber so im Dschungel, du bist der Predator. Und du musst irgendwie... Keine Ahnung. Ich irgendwie Bock. Gibt's schon? Was? Gibt's nicht. Hört sich nach einem 60% Spiel an. Ja, manchmal hat man so Ideen im Kopf und denkt für 5 Minuten lang, das ist eine richtig geile Idee. Und wenn man länger drüber nachdenkt, stellt man fest, na, vielleicht doch nicht. Aber vielleicht doch. Das sieht schon gut aus, ne? Nochmal ein Skillpunkt. Was machen wir damit? Leute, was machen wir damit? Das haben wir ja schon. Das können wir nicht erwecken. Ich glaube, ich weiß noch nicht, was ein Fokuspunkt ist, ehrlich gesagt. Hier ist ja auch noch was. Kannst du die Zauber noch verbessern? Lähmen. Jede Talentstufe erhöht den Schaden an Gelähmten. Wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde, wird die Dauer der nächsten Lähmung leicht verlängert.
Meine Aufladeattacke verbraucht einen Fokuspunkt. Ah, da unten rechts setze ich das. Ach. Was ist, wenn ich es jetzt nochmal mache? Aber ich kann doch trotzdem aufladen und schlagen. Achso, das heißt einfach nur, wenn es aufgeladen ist, benutzt er so einen Punkt. Ah, okay. Also einfach aufgeladene Attacke. What? Rasten. Selbstbestimmung, Zauber aus dem Geistfunken neu entzünden. Achso, neu verteilen quasi. Kann man hier einfach so machen oder was? Das ist ja krass. Das finde ich fair. Das Kartoffelboy wieder. It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! Der hat mich in eine Hummel verwandelt. Oder so. It might be humble. But my shrine is very It might be Hummel, hat er gesagt. What? Okay, das ist ja geil. In die Freiheit, kleiner Mann. Nein. Lol. But why? In the depths of Black Wind Mountain, there are secrets galore. The cicada form may help you explore, but beware. This form does not last forever. Wonder if there's anything left inside. Just follow my voice. Now, off you go. One misstep, Lord Lingshu might make a meal out. Jetzt kannst du quasi hier die Map erforschen oder was? Ist einfach wie so eine kleiner Sneak Peek in die Map. Ach, und dann... Okay. Das ist ja ein interessantes Feature. Kannst quasi... Oh, what the fuck? Eine Mimik! Ich bin schon wieder vergiftet, glaube ich.
Was vergiftet mich denn hier dauernd, ey? Habe ich irgendwas zum Anti-Giften? Und zur Herstellung von Medizin. Ja, wie stellt man denn Medizin her? Oh, keine Ahnung. Dann werde ich halt vergiftet. Medikament gegen Böses, das könnte es ja eigentlich schon sein. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr vergiftet. Nekrit, vielen Dank für dein Subs. Für dein Sub. Nicht für deinen Subs. Laden ist nicht Laden von Safe Game, sondern Laden von Kaufen. Lol. Muss ja auch erstmal drauf kommen. Antimiasma-Puder. Entfernt bei Zustand vergiftet. Da ist es doch. Zustand verbrannt, Schadensreduktion. Garm. Okay, aber keine Waffe, nix. So, wir haben auch Punkte zu vergeben übrigens. Einen. Ich sag euch was, ich baller das auch wieder in Lähmen rein. Ich halte Lähmen für eine sehr starke Taktik. Ah, siehst du, hier geht's jetzt rüber. Ich hätte jetzt schwören können, da wäre jetzt eine unsichtbare Wand gewesen, aber hier
hoch? Ah, der hat mich erwischt. Guck. Uiuiui. Wow, was ist das? Alter. Was ist das? Ist der gut? Nee, der ist böse. Alter, was ist das? Oh, wandelnder Schatten. Oh, Delayed Attacks, nice. Die hatte ich lange nicht mehr. ...177. One-Shot. Freunde. Wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh für den Kollegen. Und wenn er mich one-shottet. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht... Ach so, doch, über die Skill-Verteilung kriegt man mehr Energie, ne? Hier bei Überleben. Ah, okay. Das ist quasi Stamina und... Okay, okay. Vielleicht doch mal was da rein stecken sollen. Ne? Gut. Soll ich hier nochmal versuchen? Das war wahrscheinlich Quatsch, ne? Aber... Jetzt überhaupt nicht. Ach, come on. Ey, mir fehlt wirklich irgend so ein Parry-Button oder sowas. Es gibt halt nur Schlagen und zur Seite. Da ist er ja schon wieder. Verdammte verzögerte Attacken. Was? Was war das? Ich war doch meilenweit weg. Hä? Chi-Schlag, Luftkamehameha. Kamehameha. Okay, doppelter Area of Effect. Atombomben-Effekt. Was ist das für eine Drecksattacke, ey? Come on, die sieht man ja noch nicht mal.
Alter, ist voll machbar, Leute. Erzählt mir nichts. Ich bin noch ein bisschen underleveled, aber... Der ist ja jetzt wohl nicht schwer. Der war ja schon fast fertig. Der hat halt ein paar richtig dreckige Attacken. Okay, das war... Hä, ich bin doch ausgewichen. Ja, come on. Ich hab schon ganz andere Bäume gefällt, ganz ehrlich. Das scheint mir aber auch nur optional zu sein, oder? Ich bin immer noch... diese schwere Attacke ist immer noch ungewohnt, dass das so eine komische Attacke ist. Ich muss die Kombos irgendwie noch... Also nur mal, um das zu zeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Keine Ausrede, nur eine Erklärung, warum das so ungewohnt ist. Hier oben, Dreieck. Oh, hier. Ich drücke und dann achtet mal drauf, wann erst der Schlag kommt. Da. Okay? Also du drückst. Eins, zwei, also 2 Sekunden, nachdem du drückst, kommt erst der Schlag. Das ist einfach ungewohnt, weil die Animation, dass er auf diesen Stab springt, klar, wenn man es auflädt, so, und dann loslässt, macht er die Attacke zumindest sofort, aber wenn du es nur tippst, also wenn du nur einfach die Taste tippst, dann dauert das halt, und das ist halt sehr ungewohnt, wenn man Souls-Spiele gespielt hat. Während hier der Leichte halt sofort kommt und auch sehr schnell ist. Und ich neige immer noch dazu, dann Kombos zu machen, wie bei Souls oder bei Elden Ring, wo ich nach einer leichten Attacke dann vielleicht eine schwere mache und mich dann immer wundere, dass nichts passiert. Also wenn ich jetzt hier Dreieck drücke, passiert nichts. Du kannst die Harte nicht so leichter dran chainen, sozusagen. Vielleicht kann man das noch später mit Skills, also bestimmt irgendwie erweitern, das Schlagrepertoire und alles, aber jetzt, Stand jetzt ist es noch ein bisschen ungewohnt. Dafür mag ich die Sprungattacke mit hartem Schlag. Die hier ist ganz nice.
Ich gehe jetzt mal woanders lang, Leute. Gucken, was da noch so ist. Das Gute ist, irgendwie behält man seine Erfahrungspunkte und kann schön leveln. Finde ich ganz geil, weil dann ist trotz Niederlage tut's nicht ganz so weh. Eine ganz schöne Abwechslung irgendwie so. Du hast immer noch Progress. Und auch wenn du 50 Mal gegen einen Boss verlierst, hast du zumindest 50 Mal Erfahrungspunkte eingesammelt. Das ist ja irgendwie ganz cool. Hier kommen wir noch hoch. Es gibt auch noch so eine Art perfekten Parry, ne? Das habe ich noch nicht Parry, sondern perfekte Dodge Roll. Wenn man irgendwie genau im richtigen Moment, aber das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, dann macht er da so. Dann ist er so aus seinem Schatten raus. Aber wie genau, also wann man da ausweichen muss, das Timing habe ich noch nicht. Das ist noch zufällig bei mir. Wie hinterm Wasserfall ist nix. Es gibt aber gleich mal ein paar Punkte Abzug. Ey. Was hat er denn jetzt hier bewacht, der Dude? Der war doch irgendwie special. Das ist so ein schönes Klong-Geräusch, wenn er da mit dem Stab einem richtig auf die Mütze haut. Klong. Auch cool, dass man jederzeit einfach neu verteilen kann. Dadurch hat man... hat man nicht so Skrupel jetzt, muss nicht so lange überlegen, wo man die Punkte reingibt, sondern macht es einfach und dann, wenn es nicht cool ist, kann man es ändern. Wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde, die Dauer der nächsten Lähmung leicht durch einen Angriff gelähmt wurde, wie... Habe ich noch nicht ganz... Ach, guck mal, jetzt gibt's hier die Säulenhaltung. Das machen wir, oder? Säulenhaltung ermöglicht dem Auserkoren, einen Stab hinaufzuziehen und dort verbleiben. Das will ich wissen, wie das ist. Oh, da oben. Chill, Bruder. Was ist mit ihm?
Das ist aber nicht die feine Art. Ach nee, warte. Aha. Guck mal. Lol. Oh. Aha. Das ist ja interessant. Ist es auch brauchbar? Weiß ich nicht. Oh nein, da ist schon wieder der Big Head Boy. Dauert natürlich sehr lange, das muss man sagen. Können wir Ede nicht auf legalem Weg zwingen, Dragon Ball zu gucken? Ich habe doch sogar schon ein bisschen Dragon Ball geguckt. Ich habe geguckt, bis der kleine Goku seinen Schwanz verloren hat. Da habe ich keinen Bock mehr. Oh. Oh, noch ein Boss. Let's get it. Another monkey, I see. Why don't you lay down your weapon? Der Kung Fu Panda, ey. What say you? Ah ja, okay. Fair. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Was machst du jetzt? Guck! Batzel! Batzel! Hä? Ah, ich habe nicht auf die Energie geguckt. Also nicht auf meine. Ich merke schon, ich bin durch Elden Ring ein bisschen überheblich geworden. Ist nicht in Ordnung. Ich muss auch andere Spiele mit Respekt behandeln. So, wo ging denn das lang hier? Oh. Jetzt habe ich hier komplett die Orientierung verloren. Bin ich jetzt nicht aus der anderen Richtung? Ah ne, hier ist es ja schon. Guck. Hui.
Komm, Boy. Ei. Aua. Das macht schon Bock, Leute. Egal, wie es jetzt hier ausgehen sollte, aber das macht schon Bock. Hui! Da geht er down. Geil, neue Waffe oder was? Nee, Zauber. Was? Der wilde Wirbel. Was? Der wilde Wirbel gewinnt an Macht. Jeder Stoß die Flammen anfacht. Der Auserkorne verwandelt sich in ein Wolfsgurei und belegt den Gegner bei jedem Angriff mit einem Brandfluch. Waffen und Wertgegenstände, die. Gui, das bedeutet. Verwandlungen verbrauchen durchgehend Macht. Und die Anzeige muss voll sein, um sie auszulösen. Verwendest du Zauber während einer Verwandlung, verbrauchst du Macht. Und sobald diese vollständig aufgebraucht ist, verwandelst du dich automatisch zurück. Anschließend erholt sich die Macht sukzessive weiter. Das ist ein bisschen mehr Nioh-mäßig, würde ich sagen. You just had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guai's will surely be alarmed. Also macht schon Bock, muss ich sagen. Hat schöne Wucht, das Kampfsystem. Kämpfe sind auch fair, so wie ich das beurteilen kann. Natürlich nicht auf einem Schwierigkeitsgrad, wie man das jetzt im Elden Ring DLC hatte. Aber muss es auch nicht sein. Ist auch mal ganz angenehm, wenn man nicht 100 Mal gegen einen Boss fighten muss, um ihn zu besiegen. Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich noch nicht so viel freigeschaltet habe. So ein bisschen Abwechslung im Kampfsystem. Also wir haben nur die eine Waffe, wir haben bislang auch nur die eine Combo. Da muss man ein bisschen, ich meine, ich habe es jetzt auch nicht geskillt. Wenn du den Gegner triffst, das habe ich immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Stabhaltung.
schweren. Okay, ich glaube, da kommt echt noch einiges. Also ich mache das einfach mal, man kann es ja neu verteilen. Ist hier noch was? Och. Achso, hier ist Endstation. Hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte die ganze Zeit, hier geht's weiter, aber nee. Aha, jetzt sind wir Splinter. Leichter Angriff, Mondtat. Es schlägt kontinuierlich mit Wirbeln und Feuerklingen auf den Gegner ein. Ah, schwerer Angriff, Mondjagd. Aber auch nicht so viel mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Hm. Wo muss ich denn jetzt... Schon ein bisschen durcheinander hier. Die Welt. Weil es natürlich alles sehr ähnlich aussieht. So, das ist jetzt natürlich für diese Stance, bringt mir das Laufen mit aufgeladener Attacke gar nichts. Hey, warte mal. Da rechts geht's zum Big Head Guy. Und hier muss ich zum Big Head Guy? Wir lassen den einfach. Vielleicht ist ein Good Guy. Oh.
Pam pam. Das zum Abwehren von Geschossen? Nee. Nee. Doch. Aber ich schalte die nicht zurück, er wehrt sie nur ab. Guanjin Tempel. Das finde ich echt ein bisschen schade. Kannst hier wirklich keinen Zentimeter von der Hauptstraße abweichen. Na gut, muss man sich mit abfinden. Keep quiet. You don't want to set off that beast. In the backyard is Blackwind Gwai's ally, calls itself Ling Shutsu. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. So. Rüstung herstellen. Kopfbedeckung. Band des Pilgers. Ermöglicht die Verwendung der Gurde beim Sprinten. Ich hätte auch vorhandene Ausrüstung. Guck, hier kannst du vorhandene Ausrüstung verbessern. Handwickel des Pilgers erhöht das Sprinttempo. Kostet Garn. Aber will man Garn in... Da findet man bestimmt noch bessere Rüstung, oder? Das ist doch jetzt Verschwendung. Allerdings plus 10 Verteidigung. Kann man das farmen, das Garn? Wo hat man denn das Garn nochmal hergekriegt? So, warte. Hä, wo ist denn jetzt das Ding hin? Hier. Garn. Ach, guck, das kannst du einfach kaufen? Das ist ja lol.
Kann ich ja easy meine Teile verbessern. Ah, okay. Kostet allerdings auch immer ordentlich. Aber das kann ich auch machen. Das ist ja super. Hierfür bräuchte ich 4 Garn. 1200. Nee, doch. 1200 plus 600. 1800 Seelen um. Ah, und jetzt kriege ich auch. Jetzt langsam macht alles Sinn. Das ist quasi ein Set. Ich mit. Schalte die Set-Stufen frei, okay. Ich würde gerne mal die Waffe verbessern. Wir können noch ein bisschen farmen vorm nächsten Boss. Hier ist halt überhaupt nichts. Ei. Ei, das ist ein bisschen lame. Diese Ultra-Explosion. Ausgewichen, Boy. Au. Ja, der haut immer noch mit 170 rein, ey. Da habe ich noch ein bisschen Bedenken jetzt bei diesem Boss. Bei der Kollisionsabfrage. Okay, er macht einen Stampfer, offensichtlich Area of Effect, Bodenwelle oder was? Aber was genau hat mich da gerade erwischt? Das meine ich, was genau trifft einen? Oh!
Ja, da war die, keine Ahnung, Kamera, ich lag irgendwie. Kann hier auch nochmal. Huch. So Leute, Schluss für heute. Den machen wir morgen. Ich bin schon lange über meiner Zeit. Morgen liegt er. Der ist ja Baby-Eier-leicht. Also wirklich. Der kann nix. Ich bin nicht beeindruckt. Ich bin überhaupt nicht beeindruckt, ganz ehrlich. Das ist ein Walk in the Park, ganz ehrlich. Nur damit ich das richtig verstehe. Der Boss hat also gewonnen. Ja, der Boss hat heute gewonnen. Aber auch der Boss muss jetzt schlafen gehen und sich in seinem Bett überlegen, verdammt, wenn der morgen wiederkommt, werde ich morgen auch wieder gewinnen. Und ich weiß nicht, ob er diese Frage im Bett liegend mit Ja beantworten wird. Und das lässt ihn nicht gut schlafen. Er hat vielleicht die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. In diesem Sinne, das nächste Mal geht's weiter. Black Myth. Wukong.